Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Bellride. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Weiter geht's mit einer neuen sommerlich-mittelalterlichen Folge hier im wunderschönen Sonnental. Nachdem wir jetzt ein paar Tage durchs Land gestrichen sind und ich wirklich nicht zu Bellride-Spielen gekommen bin, freue ich mich umso mehr, jetzt loslegen zu können. Und ich habe gleich einiges vor, denn zuallererst sehe ich, dass unser netter und liebevoller Otto Roland noch keine Ausrüstung hat, passend zu uns. Also der ist noch nicht konform mit uns angezogen. Genauso wenig wie unser netter, wo ist er denn? Da oben ist er, unser Miles. Und denen werden wir auf jeden Fall heute die Kleidung verpassen. Ich hoffe, das geht sich aus. Und als nächstes brauchen wir ein neues Räuchergestell. Und das hat folgenden Grund. Warum? Ganz einfach, weil der Kochtopf, ja, das ist gut, aber ich will nebenbei noch ein bisschen räuchern. Weil dauernd zum Kochen kommen wir nicht und dann sollen die das einmal bauen. Ich selbst baue das sicher nicht. Ich werde mir jetzt dann anschauen, ob die Ausrüstung hier irgendwann einmal reingefüllt wurde in die Lager. Und da muss ich mir jetzt sowieso, ich muss mich jetzt wieder mal ein bisschen orientieren. Oh, das ist neu. Ressourcenlager. Aha. Ja, es gab ein Patch, es gab, glaube ich, mehrere kleine Patches und jetzt kam vor kurzem tatsächlich am 27. kam ein neuer Patch raus. Ich muss mich jetzt selber erst wieder dran gewöhnen, aber ich finde das ja gar nicht so schlecht. Aha. Okay, da gibt es gar nichts zum Auswählen. Die Lokalisierung ist noch nicht ganz so behoben. Warum ist Otto unzufrieden? Weil er einen Hunger hat. Ich hoffe, er hat auch was zu essen. Nahrung. Ja, es gibt einen verbrannten Pilz, den nehmen wir gleich einmal. Und dann gibt es einen geräucherten Pilz, den nehmen wir auch gleich. Essen wir halt heute nur Pilze. Sehr gut, das Räuchergestell wird dann hoffentlich bald fertig sein und ich muss dann direkt schauen, ob man dem Räuchergestell, weil hier kann man ja sagen, verwalten. Und dann kann man sagen, was man haben will. Und hier kann man das hoffentlich auch. Wenn wir sich dann in Ruhe anschauen. Webertisch, da haben wir jetzt mal gerade nichts drin. Ich selbst bin gut ausgestattet. Spitzhacke, meine Bögen, meine Pfeile, es ist alles da. Optimal. Tasche, Reisehose, Reisegewand, perfekt. Ja. Webstuhl weben. Und Webstuhlauftrag genau verwalten. Zielmenge erreicht, Seile. Gut, ich denke. Ah. Lokaler Speicher, da ist die Hose drinnen. Aha. Webertisch, Webertisch verwalten. Herstellen. Okay, dann ist das hier drinnen. Auch nicht so schlecht. Dann nehmen wir das mit der Hose und dann werden wir uns jetzt mal darum kümmern, dass Miles, aber ihm da, den Otto. Otto ist unser Landwirt und den werden wir jetzt mal auf jeden Fall, also Stadtbewohnerschuhe, Reiseschuhe. Dann kriegt er eine Hose. Der hat tatsächlich die Handwickel, passt perfekt. Dann kriegt er das hier, Umhang hat er und dann kriegt er noch eine Tasche. Und die Bauernhose, Reisehose, genau, Stadtbewohnerschuhe, Reiseschuhe, Reisekapuze und die Handwickel, die heben wir sich auf und den Rest können wir eigentlich entsorgen. Dann werden wir das einmal hier ablegen. So, Bauernhose, lokaler Speicher, Stadtbewohnerschuhe. Perfekt. Ich denke, das können wir jetzt so lassen. Gut, dann muss ich mal ganz kurz in mein Inventar schauen. Gibt es für mich irgendwas? Bogenschießen noch 17 Minuten. Oh, das ist jetzt auch cool. Man sieht jetzt, wie lange es dauert, bis er das fertig gelesen hat. Quasi 17 Ingame-Minuten. Cool. Wir gehen jetzt mal schlafen. Schlafen. Tag 30.
4 Tage bis zum Winter. Das heißt, der Spätsommer sollte jetzt einbrechen langsam. Da ist gerade irgendeine Nachricht gekommen. Ich habe es aber nicht wirklich gelesen. Ich konnte es auch gar nicht wirklich lesen. Okay. Dann schauen wir uns einmal unsere Leute an. Siedlung, Bergbaulager, keine Aufgabe, fehlende Spitzhacke. Das ist auch gut, dass man das gleich sieht. Raid-Bedrohung 4. Okay. Bevölkerung. Otto ist unser Landwirt. Miles ist eigentlich unser... Miles ist eigentlich unser Kämpfer, oder? Genau. Dann müssen wir den einmal direkt... So, wo ist er jetzt? Da ist er. So, Miles, komm zu mir bitte. Dankeschön. Miles bekommt einmal die Kapuze, dann bekommt er die Handwickel. Die Reiseschuhe, Stadtbewohnerschuhe bekommt er auch. Dann ist das einmal erledigt. Dann sieht er schon einmal ein bisschen besser aus. Und das können wir auch gleich entsorgen. Und dann ist das fertig. Jetzt schaue ich nochmal bei meinen Attributen. Nein, tatsächlich muss man warten. Also das Schlafen sind tatsächlich Ingame-Minuten, die er ohne Schlaf abarbeiten muss. Dann hätte ich jetzt ganz gerne herstellen. Eine Spitzhacke. Einfach Spitzhacke. Oh, da brauchen wir Riemen dazu. Dann muss ich mich selber drum kümmern. Wie schaut es aus bei der Forschung? Warte mal, wo ist mein Forschungstisch? Den habe ich ja in der letzten Folge noch umgesiedelt. So, da haben wir den Streitkolben. Da brauchen wir noch 3 Bronzebarren. Können wir hier noch Bronzebarren? Kann man noch Bronzebahn herstellen? Da müssen wir mal schauen, warum funktioniert denn das aktuell nicht? Bronzebahn. 3 Stück. Gut, dann hätten wir das. Und wir werden jetzt hier mal schauen, Webstuhl verwalten. Okay, das sind die Teile hier. Dann Webtisch verwalten, da bauen wir noch das Reisegewand. Also Kapuze, Strohhut, robuste Hose, 8 Rüstung. Die werden wir auf jeden Fall als nächstes herstellen. Eine robuste Hose, Abenteurergewand hat 23, Reisegewand hat 10. Abenteurergewand braucht Fell, Seil, einfache Schnur, stelle ich mir auch her. Robuste Fäustlinge stelle ich mir auch her. Gut, dann hätten wir das. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen, beziehungsweise, warte mal. Ich muss mal schauen, ob da überhaupt alles in Auftrag gegeben ist. Wie sieht es hier eigentlich aus mit den... Da schon geerntet worden oder da wächst Flachs, Flachs. Hey, wer hat gesagt, dass du hier Flachs anpflanzen sollst? Flachs, nimm 15 Knoblauch, nimm 10 Knoblauch, nimm 15 Knoblauch. Aber warum wächst hier Flachs? Warum liegt hier Flachs? Warte mal, Knoblauch hat jetzt gerade höchste Priorität. Gerne Zwiebel, gerne rote Beete. Machen wir so 2, 2. Weizen 1. Baumwolle, Kartoffel. Baumwolle können wir auch. Baumwolle machen wir 3, Kartoffeln machen wir 2. Rüben machen wir 3, Radieschen 3. Flachs, Flachs hat gerade mal überhaupt keine Priorität. Salbe hat keine Priorität. Und Hanf lassen wir gerne auf 5. So. Ich
denke, der tobt sich da gut aus. Sollen wir noch einen Bauernhof erstellen? Da hätten wir noch Platz da vorne. Bedient er dann zwei Bauernhöfe? Hat er genug Zeit dafür? Wenn er sonst nichts zu tun hat, warum nicht? Ja, da wächst schon. Nehmen wir mal... Oh, da muss man draufbleiben. Der nimmt nicht alle auf einmal. Sondern das muss man tatsächlich Stück für Stück... Warte mal kurz, ich muss mal kurz in mein Inventar schauen. Aber Knoblauchsamen haben wir da jetzt nicht rausgezogen, oder? Okay, das haben wir jetzt nicht aufheben können, weil es zu viel war. Dann gehen wir den Knoblauch da hinein. Verwalten Sammellager. Der Knoblauch hat ja hier was zu tun, oder? Genau, Lagerbestand. Da ist verdorbenes Essen drin aus irgendeinem Grund. Da haben wir Hanfsamen, Salbeisamen, Baumsamen. Aber halt eben keine Knoblauchsamen. Tatsächlich irgendwie sehr, sehr schade ist, dass wir das so nicht haben. Genau. Ja. Passt. Perfekt. Kommt das da auch rein? Dann kommt der Knoblauch hier auch rein. Optimal. So. Gut. Da kümmert er sich drum. Wegen einem Knoblauch. Na, ist egal. Ich muss ja langsam wieder reinfinden ins Spiel und es macht unheimlich Spaß. Aber das sage ich jedes Mal. Gut, dann ist das erledigt. So. Was können wir denn jetzt eigentlich noch bauen? Was haben denn die? Die haben eigentlich gar nichts zu tun, oder? Ist das jetzt schon fertig? Warum baut denn eigentlich keiner? Was fehlt denn hier? Zinnbarren. Verwalten. Zinnbarren. Ich hoffe, dass sich die dann darum kümmern, oder? So, dann schauen wir mal zum Webstuhl. Nicht genügend Ressourcen. Was fehlt uns? Es fehlt uns Hanf und es fehlt uns eigentlich nur Hanf. Und wer kümmert sich ums Sammeln? Hanf sollten wir 20 Stück haben, haben wir gar nichts. Wer ist hier zugeteilt? Sammellager? Inventar. Siedlung. Annie. Alle sind Reservisten, aber der Oscar. Nein, der Miles. Der Miles ist definitiv. Überfüllt. Ein bisschen Privatsphäre wäre schön. Aha. Okay. Aber dem haben wir doch gesagt, arbeitet derzeit als Wache. Genau. So. Und Annie sollte sammeln gehen. Und wo befindet sie sich aktuell? Schauen wir mal auf der Minimap. Da. Ich hoffe, sie holt jetzt Hanf. Flachs. Streitkolben ist fertig. Das ist gut. Das heißt, den geben wir gleich in Auftrag für unsere Stadtwache. So. Ja,
herstellen. Verwalten. Streitkolben. Streitkolben brauchen wir. Felle haben wir. Holz brauchen wir. Und Bronzebahn brauchen wir zwei. Das heißt, wir gehen gleich zum Rennofen. Sagen Rennofen verwalten. Bronzebahn 2. Dann ist das hier fertig. Und dann sollte das klappen. Schauen wir mal hier, Webstuhl verwalten. Alles drin, was es sein soll. Zielmenge erreicht, Webtisch verwalten. Okay, okay, passt. Gut, dann müssten wir hier eigentlich Kleidung haben. Riemen haben wir noch, die brauchen wir sowieso. Kupferbahn haben wir auch noch, Weizen. Wir müssten doch irgendwo, ja, da ist das Reisegewand, Abenteuergewand, das nehme ich mir. Dann esse ich mal einen Pilz. Reisehose, Tasche, so, Tasche, Reisehose. Reisegewand. So. Pfeile auffüllen. Perfekt. Fackel. Einfache Pfeile. Pilze. Bären haben wir keine. Oh ja, Bären haben wir schon. Bären haben wir da drüben. Pop-ups deaktivieren. So. Was ist da in dem Waffenständer? Da sind die einfachen Äxte drinnen. Okay. Was ist hier drin? Nehmen wir eine Beere mit. Optimal. Hanfsamen. Okay. Ah. Perfekt. Optimal. Gut, mein Freund, jetzt kommst du mal zu mir, Otto. Dankeschön, Inventar. Du hast Hanf mit, das ist gut. Du bekommst jetzt von mir ein Reisegewand. Dankeschön. Hast du mal ein bisschen bessere Ausrüstung und den Rest hast du, glaube ich. Reiseschuhe. Optimaltasche hast du auch. Das heißt, du bist fertig. Und jetzt muss hier irgendwo mein Wächtersmann sein. Der patrouilliert da draußen, glaube ich, oder? Warte mal. Schauen wir auf die Map. Das ist Miles. Ernie. Lobo. Warte mal. Der patrouilliert hier irgendwo, oder? Miles. Ach du Schande, den laufe ich jetzt nicht nach. Das ist mir zu weit. Dem laufe ich jetzt einmal fix nicht nach. So. Wie sieht's hier aus? Verwalten. Streitkolben brauchen wir noch zwei. Bronzebahn, einer ist schon da. Räuchergestell verwalten. Ich bedanke mich. Und zwar, wir brauchen. Kann ich da nicht? Ja, genau. Wir wollen immer 10 geräucherte Pilze haben. Wir wollen immer 10. Ja, so. 10. Mit gedrückter Shift- und Steuerungstaste kann man das besser ändern. Wir wollen immer. Ja, ziemlich viel geräucherte Fleisch haben. Geräuchertes. Perfekt. Fleisch. Pilz. Na, Fisch. Pilz. Gebäudestruktur ist eine 3. Und so lassen wir das. Perfekt.
das lassen wir einstweilen. Bis wir mehr von allem haben. Ja, perfekt. Gut, so sollten wir eigentlich immer jetzt ausreichend gutes Zeug haben. Lager öffnen. Robuste Hose. Ich werde mich jetzt mal selber anziehen. So. Und zwar, ich habe hier ein Reisegewand, ich will aber das Abenteurergewand. Ich habe hier die Reisehose und hier die robuste Hose. Und dann haben wir hier Reisegewand, Reisehose, dann haben wir noch eine Tasche. Das können wir entsorgen. Den Rest können wir eigentlich da reinlegen. Nahrung und Ausrüstung. Nahrung und Ausrüstung. So. Ja, optimal. Alles da, was wir brauchen. Wo ist jetzt der... Wo läuft Miles jetzt gerade hin? Was macht der da hinten? Ich schaue mir das jetzt einmal an, was der da macht. Erstens einmal braucht er bessere Ausrüstung. In der Zwischenzeit wird hoffentlich dieser Streitkolben fertig gemacht. Und dann ist die Frage, wie lang bleibt der eigentlich jetzt Wache? Weil ich weiß nicht, ob das ein Bug ist im Spiel, aber wenn die einen Hunger haben, naja, das ist kein Bug, ist es nicht. Also wenn du sie in eine Gruppe aufnimmst und sie haben Hunger, dann verlassen sie zwangsläufig irgendwann die Gruppe, um Nahrung zu suchen. Das verstehe ich. Aber wenn ich jemanden explizit sage, dass er Stadtwache ist oder so ein Beschützer ist, der kriegt einen Hunger und isst was, dann verliert er das, dass er Stadtwache war. Das finde ich aber eigentlich falsch, weil wenn ich jemanden sage, du bist Stadtwache, ja, von mir aus darfst du was essen gehen, das ist ein gutes Recht, aber... Warum verliert er dann eigentlich generell die Funktion der Stadtwache? Das, weißt du, was ich meine? So, Inventar. Reisegewand. Reisehose. Reiseschuhe. Wickel. Reisekapuze. So, jetzt hat er wieder ein bisschen eine bessere Ausrüstung. Das kommt rein und die Tasche kriegt er noch. Genau. Dann hat er ein bisschen mehr Platz. Reisehose. Stadtbewohnerhose, Reisehose. Stadtbewohnerhose und Reisehose. Und Stadtbewohner schmeißen wir weg. Passt, kannst weitermachen. Ich werde jetzt gleich noch ein Buch lesen. Die Fallen. Was ist eigentlich mit den Fallen? Komisch irgendwie, oder? Die tun gar nichts mehr, die Fallen. Sind die kaputt oder was ist mit diesen Fallen los? Da steht nichts mehr, oder? Sehr eigenartig. Ich muss mir das anschauen. Weil wenn die Fallen nicht mehr funktionieren, wie soll das dann weitergehen? Ja, mit den Fallen, da tut sich nichts. Vielleicht sind die kaputt und müssen ausgetauscht werden. Da liegt eine Beere drin. Ganz komisch. Ich werde mal schnell ins Trapperlager gehen und werde mal schauen, ob da irgendwas noch zum Nachstellen notwendig ist, weil ohne Fleisch, ja. Wie gesagt, wir brauchen Fleisch. Es wäre natürlich nice, wenn das mit dem Fleisch besser klappen würde. So, Trapperlager, das war, glaube ich, das hier. Also, Fallen.
tatsächlich. Was ist das? Keine Ahnung. So, Gebäudestruktur. Das passt. Wer ist... Warte mal. Trapperlager ist... Sichtstatistik. Heute gestern. Produziert. Okay. Sonst kann ich da ja nichts einstellen, oder? Nein. Gut, dann glaube ich, das funktioniert sogar. Das gehen wir rein, das gehen wir rein, das gehen wir ins Lager. So. Da ist der Streitkolben. Da ist ein gutes Stück Fleisch. Da sind die robusten Fäustlinge. Die ziehen wir sich gleich an. Oh, ich habe robuste Fäustlinge. Sehr gut. Das heißt, den Streitkolben und die robusten Fäustlinge könnte man eigentlich sogar schon unserem Kameraden in die Hand drücken. Wo ist er denn jetzt? Miles. Miles patrouilliert. Optimal. So, Richtung, Entfernung, Ziel, darüber. Dann haben wir mal in dieser Folge ein bisschen aufgeräumt und ich habe wieder ein bisschen Überblick geschaffen. Was ich auf jeden Fall noch brauche, ist ziemlich sicher sogar wieder Rohstoffe, Kupfer, Zinn und ich muss da jetzt mal ein bisschen schneller laufen, weil... Wieder ein bisschen langsam, wieder Ausdauer auch generieren und dann wieder laufen. Ich meine, es ist schön, dass er patrouilliert, ja, aber da, wo er jetzt gerade patrouilliert, ergibt es gerade keinen Sinn, aber ja. Und was auch cool wäre, ist, warum holt er sich nicht Bären, während er patrouilliert? Weißt du, was ich meine? Ich meine, da wachsen ja genug Bären, ne? Wenn ich Hunger habe, gehe ich da hin, pflück mir eine Beere und dann patrouilliere ich weiter. Naja, vielleicht haben sie das eh ausgebessert. Das Spiel kriegt ja laufend Updates. So, Miles ist zufrieden. Ja, ist gut gesättigt. Lebt in Wohnzelt Nummer 3. Standhalten, Arbeiter verteidigen sich selbst. Arbeiter werden als Wachen mobilisiert. So, Inventar. Du bekommst das hier. Und du bekommst das hier. So, dann wirst du gleich wieder mal ein bisschen stärker. Ja, das sieht schon besser aus. So lässt sich's leben. Wie schaue ich eigentlich aus? Oh, edel. So. Buch lesen wollte ich noch. Sollen wir noch ein paar Pilze mitnehmen? Wenn wir schon da sind. Warum nicht? Nehmen wir noch ein paar Pilze mit. Aber cool, dass da so viele Pilze wachsen, tatsächlich. So. Nehmen wir noch ein paar Pilze fürs Dorf mit. Dann werden wir noch ein paar Fallen in Auftrag geben. Dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege, dass man dann relativ bald, möglicherweise, das Banditenlager in der Nähe von Padstow ausräumen. Ausräuchern. Wir werden es ausräuchern. Und selbst werden wir uns dann hier noch ein bisschen verbarrikadieren.
So, dann schmeißen wir da mal die Pilze rein. Da wird schon wieder Abend. Perfekt. Na, optimal. Ich lese jetzt gleich das Buch, bevor ich es vergesse. Oh, die haben eine neue... Wow, die haben ein neues Bild bekommen. Lehrlingsbuch Beweglichkeit, Schilde, Kochen, Handwerk, Handwerk, Einhandwaffen. Beweglichkeit. So. Und... Wow, das ist auch cool. Hey, super. Das heißt, wir springen in die nächste Stufe. Was lesen wir? 29 Minuten. Das geht. 29 Minuten Ingame-Zeit. Das läuft. Licht an. Perfekt, Klick. Jemand hat den Lichtschalter gefunden. Ich finde das auch so genial. Gut, wir gehen jetzt einfach schlafen. Tag 31. 3 Tage bis zum Winter. So. Es regnet. Das heißt, Herbst wird langsam kommen. Wir holen uns einen verbrannten Pilz, einen geräucherten Pilz. Dann geben wir diesen Handwickel da rein. Und die Pilze kommen da zu den Pilzen. Perfekt. Und Lagerressourcen. Achso, warte mal, wir haben ja hier den Waffenständer. Da stellen wir das rein, das Teil. So. Perfekt. Alles rein, Waffen und Tools da rein. Warum nicht? Wenn wir so einen Waffenständer haben und das nimmt er auf, dann können wir ja hier sagen: Tools und Waffen. Perfekt. Waffen. Wo zählen denn eigentlich? Pfeile. Ah, die müssen drin bleiben. Okay, hab's verstanden. Stoffköcher, Tools, Waffen. Ist bei Gear dabei, oder? Stoffköcher. Nee. Passt. Dann räumen die das richtig aus. Nahrung und Ausrüstung. Und jetzt müssten sie das theoretisch dann hier herräumen. Und irgendjemand hat sich einen Streitkolben geholt. Ja, auch gut. So, wie sieht's hier aus mit unseren Feldern? Knoblauch wächst. Cool. Der kümmert sich da voll cool drum. Oh. So, schaut das genial aus. Ja. Was für ein geniales Bild. So, es ist 8.30 Uhr morgen, wir haben 34 Minuten gespielt. Ich werde mich jetzt von dir verabschieden, aber ich denke mal, das ist doch ein Bild, das richtig cool aussieht. So, ein bisschen blutig schaut er aus, keine Ahnung. So, jetzt aber. Ordentlich was weitergegangen. Wir haben die letzten paar Tage, fast schon nahezu Wochen, kein Bellride mehr hier am Kanal gehabt. Endlich ist es soweit, eine neue Folge ist erschienen. Wir sind bei Folge Nummer 8. 2 kommen noch bis zum Staffelfinale. Bis dahin hoffe ich, die Folge hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Bellride. Bleib gesund. Servus.
Akustikstudio.